Willkommen zurück bei Lego Harry Potter, wo wir uns langsam darum kümmern müssen. Wir brauchen irgendwie ein Fass oder so für Snape. Er wünschte sich, einem Mann seinen letzten Willen zu verwehren, wäre natürlich eine Schande. Kann ich vielleicht von da drüben das Licht klauen? Wir brauchen Licht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Jo, schaut so aus. Das klappt doch bestimmt. Hier wird Licht gemopst. Dafür kommt hier Licht hin. Dann fällt das Teil runter. Mit dem kann ich dann irgendwas machen. Ah, das kommt dann hier also rauf. Jetzt brauchen wir hier Wasser. Ron, tu mir einen Gefallen. Geh da weg. So, wir füllen dieses Becken. Danach wird vermutlich der Fisch irgendwas machen. Keine Ahnung was. Man darf gespannt bleiben. Platzt der? Oh ja, bitte lass ihn platzen. Das wäre voll lustig. Der Fisch hat ein Fass gegessen. So, dann soll Snape sein komisches Fass bekommen. Hier, guck mal, Alter. Ehrlich jetzt? Krass, der hat ein ganzes Fass voll geheult. Der macht da ordentlich ein Fass auf. Ja, es gibt also die bekannte Pause, um die Toten zu bestatten. Komm, mach schnell. Interessiert mich gerade überhaupt nicht, wie viele Punkte ich habe. Ich will weitermachen. Jetzt bin ich angefixt. Und ich will auch endlich Voldemort umbringen. Den konnte ich noch nie leiden. Weiter geht's. So, jetzt ziehen wir also seine letzten Gedanken. Ich weiß auch schon, was wir erfahren. Mhm. Ja. Liebe, Liebe. Liebelei. Wir wissen jetzt auch, dass er uns doch schon einige Male das Leben gerettet hat. Ja, ja, hat er. Aber er sollte ihm so tun, als würde er uns nicht mögen. Ja. Er wird sowieso sterben. Und das wussten sie. Aha. Ein Teil des Ganzen ist jetzt also auch offiziell die Schlange. Endlich wissen wir es. Aber ich eben auch. Das heißt, ich muss sterben und dann irgendwie wieder ins Leben zurückkehren. Krieg ich hin. Ich opfere mich. Harry Opfer Potter. Wer kennt ihn nicht? Muss ich jetzt wirklich diesen ganzen Weg zurücklaufen? Oh, gibt's hier keine Schnellreisen? Ich muss in den verbotenen Wald. Und ihr alle anderen seid mir egal. Entweder ihr überlebt oder halt nicht. Euer Ding. Macht das Beste daraus. Ich finde es auch cool, so verwüstet ist das Schloss gar nicht. Ich meine, hier und da ist meine Scheibe kaputt, aber das war es ja dann auch schon. Hier schaut es schon ein bisschen anders aus. Wobei auch nicht so doll.
Sag mal, ihr habt hier nichts mehr zu suchen. Das war der Deal. So, jetzt reicht's mir. Jetzt werde ich wirklich böse. Hau ab. Lasst die Schüler in Ruhe. Das werden immer mehr und nicht weniger. Hau ab. Was ist das? Sag mal, hörst du schlecht oder was? Mir reicht's langsam mit euch. Komm, kümmere dich jetzt hier erstmal um die Blume. Und dann geh weiter. Muss ich jetzt wirklich erst einen Riesen besiegen? Och Mann, ich will keinen Riesen besiegen. Ich will Voldemort besiegen. Ich bin für Größeres bestimmt. Es ist hier ganz klar Riese gegen Riese. Die können sich doch selber um ihr Zeug kümmern. Wie soll ich den denn bitte besiegen? Ja, keine Ahnung. Ich laufe einfach weiter, komm. Scheiß auf den Riesen, das kriegen die schon hin. Die sind alle groß genug. Ich habe zu tun. Ich muss in den Wald. Bisschen Holz fällen oder so. Keine Ahnung, was man im Wald alles tut. Oh, und jetzt wieder aufgefangen. Cool. Yo, Voldi. Ja. Du kannst heulen, wenn ich tot bin. Ach ja. Jetzt verstehe ich auch, wie ich das überlebt habe. Klar, ich hatte den Stein der Weisen. Ich kann gar nicht sterben. Oder? Liegt es daran? Oder liegt es einfach nur daran, dass ich gerade hier mit dem Stein der Weisen meine Liebsten wiederhole? Oh, es ist so schön, euch alle wiederzusehen. Ihr seid alle tot. Na und? Tod ist gut. Manchmal. Außer es ist der eigene. Wobei, dann kriegt man es nicht mehr mit, dann ist es auch nicht mehr schlimm. Moin. Aber ein Teil in ihm ist gestorben. Gott, ist das hell. Ich werd blind. Yo, Dumbi. Es geht. Boah, ein Weiß schaut der Hogwarts Express aber auch echt mächtig aus. Dreht ihn vor den Zug. Dreht ihn vor den Zug. Ja, Mann. Geiler Typ. So, das ist der finale Showdown. Ja. Keine Sorge, Leute, das ist eine Fake-Brille. Oha, der kann sogar Parkour. Ja, Mann, mächtiges Schwert. Töte die Schlange. Töte die Schlange. Wir müssen die Schlange töten. Neville, tu mir mal einen Gefallen. Walte deiner Schaufel. Vielleicht ist da irgendwas Praktisches drin, was wir brauchen können.
Sag mal, hör doch jetzt auf. Lass mich doch in Ruhe. Ich habe dir überhaupt nichts getan. Ich kenne dich gar nicht. Okay, ich brauche, Achso, das ist falsch. Den hier. Das Ding kaputt. Och man, ich muss schon wieder einen Trank brauen. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. Ich habe den Zaubertrankunterricht so oft geschwänzt. Alter, der hat doppelt geschossen, das zählt nicht. Mega unfair. Ist jetzt hier irgendwo mein Kessel oder so? Ich schwöre, ich hau dich jetzt kaputt. Nachdem du mich kaputt gehauen hast. Cool, da liegen noch meine Haare. Neville, kümmere dich mal bitte. Hör auf. Ich bin hier beschäftigt. Ist da irgendwo ein Kessel vergraben? Kann ja sein. Kein Kessel, aber vielleicht hier hinten. Bitte. Ich brauche einen Zaubertrankkessel. Ich meine, klar, was für ein Kessel sonst? Aber halt ein Kessel einfach. So, mach mal hier voll. Da kriegen wir bestimmt auch gleich die nächste Zutat. Naturellement. Okay, wenn wir hier Flammen löschen, kriegen wir auch noch Punkte. Das nehme ich mit. Ich mach euch alle nass. Ja. Das Ding ist bloß, das nützt mir nichts. Oh, hier kann ich eine Parkbank aufbauen. Toll. Dafür bräuchte ich schwarze Magie. Kann ich den hier vielleicht einfach nass spritzen? Nee. Weißt du, Harry kämpft da hinten fleißig und ich mache eigentlich, ja, nichts Besonderes, ne? Schon ein bisschen schwach. Aber hier ist der Kessel. Spinne. Warte, die Blume war auch hier drüben, aber der hat das Eis. Warum auch immer der ein Eis hat. Lass los. Penner, ist mein Eis. Das sollst du nicht haben dürfen. Hau ab. Okay, letztes Leben. Ist ja egal, wir kommen ja sowieso direkt zurück. Wenn wir sterben, werden wir direkt wiederbelebt. Kriegen wir alles hin. Das dürfte kein großes Problem werden. Hau ab. Ich mag dich nicht. Können wir jetzt bitte die Schlange töten? Los, Neville. Kriegst du hin. Aha. Moment. Nicht die Tochter. Ich kenne mindestens eine Person, die dabei richtig böse ausrastet. Da kommen Mutterinstinkte. Schau mal, du bist doch auch eine Weasley. Nutz den Raketenwerfer, vertrau mir. Der Raketenwerfer ist die Lösung. Hallo? Komm, das Ding ist genau auf dem Loch. Steck den da jetzt rein. Ja, ich verstehe. Wir können jetzt durch. Ich muss mich beeilen. Schnell die Brücke fertig machen. Tschüss. Sag mal, hast du gerade Mrs. Weasley getötet? Was ist los mit dir?
So, Flammen löschen, ganz klar. Das hängen wir hier drüben auf, ganz sanft. Haut doch einfach alle ab. Ihr habt hier alle nichts zu suchen. Tot, tot. Bringt euch alle um. Okay, geht's hier auch irgendwie mal weiter? Aha. Trampolin, oder? Ja. Brücke reparieren. Sehr schön. Okay, sie sind alle hier. Hau ab. So, und dieses Duell, das zeige ich euch in der nächsten Folge. Bis dahin, wunderschönen Abend noch. Ich muss mich jetzt beeilen, nicht, dass ich nebenbei sterbe. Und vergesst morgen nicht einzuschalten. Bis dahin, ciao.